Ja, okay. Also alle diese vier Videos, die Sie gesehen haben, natürlich kann man also viele, viele Videos noch finden über diese Krankheiten. Es gibt viele solche Krankheiten. Und was wir gesehen haben, entweder zu viele Bewegungen, zu viele unwillkürliche Bewegungen oder zu wenige, also Bewegungsarmut, zu wenige Bewegungen. Man kann eine Bewegung nicht beginnen oder nicht ändern und so weiter. Also das sind alle Basalganglienstörungen. Also Sie können sehen, dass sie sehr, sehr wichtig sind und später in Neurologie werden Sie das ganz detailliert lernen. Leider sind diese Krankheiten ganz häufig, besonders Parkinson-Krankheit, haben Sie sicherlich gehört, wie häufig das ist, leider. Also wir beginnen mit der Definition, welche Kerne gehören den Basalganglien, zu den Basalganglien. Aber leider muss ich damit beginnen, dass sie nur unscharf definiert sind. Wenn Sie 10 Bücher öffnen, Sie werden 10 verschiedene Kerne sehen, die noch dazu zugelistet sind. Wir machen natürlich, was am wichtigsten ist. Also Nucleus caudatus und Putamen, die zusammen den Striatum bilden, gehören nach jeder Unterteilung zu den Basalganglien. Also ein von den Hauptbasalganglien ist das Striatum. Nucleus caudatus plus Putamen und Pallidum oder Globus pallidus ist der andere Hauptbasalganglion. Sie können schon von diesem sehen, das haben Sie schon in Anatomie gelernt, also Sie kennen diese Strukturen, nur über die Funktion haben Sie noch nicht viel gelernt. Aber Sie können sehen, dass diese nicht Ganglien sind. Also der Name ist falsch. Ein falscher Name, das kommt von Jahrhunderten zurück, wenn wir zurückgehen. Diese wurden damals benannt. Und diese haben wir behalten, weil das so automatisch ist, dass man diese Basalganglien heißt, aber diese sind nicht Ganglien. Okay? Und dann im weiteren Sinne und funktionell gehören diese auch zu den Basalganglien eindeutig, ist Nucleus subthalamicus und Substantia nigra. Also diese werden wir heute besprechen. Mit den anderen, die noch im weiteren Sinne zu den Basalganglien gehören und nach einigen Unterteilungen ja und anderen nicht, also Claustrum zum Beispiel, Amygdala und thalamische Kerne, Unterteilungen sind die auch Basalganglien, aber das ist, wir werden jetzt sehen, wie eng Thalamus, besonders VAVL, also die motorischen Kerne mit den Basalganglien verbunden sind, aber diese sind nicht Basalganglien. Okay, also jetzt konzentrieren wir nur auf diese Gruppe. Und dann hier, Sie kennen schon die Anatomie, also sehen Sie jetzt hier die Anatomie, die anatomischen Verhältnisse. Basalis im Sinne, dass sie tief liegen, also tiefe, große Kerne des Zerebrums. Und hier ist also Thalamus, Nucleus caudatus, Nucleus lentiformis. Das kennen Sie schon sehr gut von Anatomie, von den Schnitten. Wir haben Sie das. Und Sie kennen dieses Bild, wenn Sie so ein Ball aussehen, Striatum, also Nucleus caudatus und Putamen. Und hier nur einige weitere Begriffe, die Sie oft lesen und sehen können. Wenn wir Striatum sagen, alle wissen, dass wir über Nucleus caudatus plus Putamen sprechen. Aber wir haben auch Synonyme wie Corpus striatum, Neostriatum, Striatum dorsale. Nur wenn Sie diese sehen, Sie wissen, dass diese auch Striatum sind. Dann erkennen Sie auch den Namen Nucleus lentiformis, diese linsenförmige Kern, das ist von Putamen und Pallidum besteht. Und Pallidum oder Globus pallidus, egal was Sie sagen.
Dann, warum heißt das Striatum dorsale? Weil wir auch ein Striatum ventrale haben. Und das ist hier, wo Striatum so ein Ball bildet, ganz runde Struktur. Und darunter, also das ist ganz vorne. Und man kann so unten einen Bereich sehen, das ist unser Striatum ventrale. Das ist ein älterer Teil des Striatum und das gehört eigentlich dem limbischen System. Ich werde einige Bilder zeigen über die Verbindungen, aber ganz detailliert wird Dr. Gassner über das limbische System sprechen. Paläostriatum bedeutet, dass das eigentlich ein älterer Teil des Striatums ist. Okay. Jemand hat das Mikrofon nicht ausgeschalten und spricht jetzt. Können Sie das ausschalten, bitte? Danke. Also, womit wir uns heute beschäftigen, ganz detailliert, sind diese Hauptbasalganglien. Also hier Nucleus caudatus, Putamen, Globus pallidus. Das hat zwei Teile. Globus pallidus externus und internus oder pars interna, pars externa, GPR, GPI, immer so abgekürzt. Dann Nucleus subthalamicus und Substantia nigra. Substantia nigra hat auch zwei Teile, das werde ich später erklären, pars compacta und pars reticularis. Diese sind die Hauptbasalganglien. Okay? Und diese sind mit dem Thalamus, VA, VL, also Nucleus ventralis anterior und ventralis lateralis, sehr eng verbunden. Hier können wir noch auf weiteren Bildern Striatum sehen. Das ist Nucleus caudatus. Das ist unser Seitenventrikel hier. Das ist Cornu anterius, dann Putamen. Und hier die Fasern zwischen caudatus und Putamen. Das hat diese gestreichelt, das sind diese Linien, deswegen heißt das Striatum. Und dann hier kann man ventrales Striatum sehen. Wir sind in diesem Bereich auf der ventralen Seite mit V. Das ist diese ventrale Striatum. Und mehr detailliert muss man das nicht wissen. Zuerst, bevor wir die Verbindungen detailliert machen, sehen wir ein bisschen die Entwicklung. Das ist gut für die Embryofrage, Entwicklung des Diencephalons, Entwicklung des Telencephalons. Hier kann man sehen, dass diese Basalganglien aus zwei Teilen, zwei Bläschen sich entwickeln. Wir haben Derivate des Telencephalons und Derivate des Diencephalons auch. Also mit lila ist Telencephalon und mit grün Diencephalon. Also Globus pallidus entwickelt sich aus dem Diencephalon und die anderen aus dem Telencephalon. Ich zeige ein bisschen das mehr detailliert. Also Telencephalon, am Anfang haben wir nur eine sehr dünne Linie oder Reihe von Neuroblastzellen. Und hier ganz tief, also schon haben wir diese Kerne tief, erscheint eine sogenannte Ganglionhülle, hier Ganglionhülle, und das gehört der Hemisphärenwand, aber liegt tiefer hier. Später kommen die Fasern von den Pyramidenzellen, die entwickelnden Pyramidenzellen, die nach unten ziehen, die Axone, also mit der späteren Entwicklung der Fortsätze wird diese Ganglionhülle in zwei geteilt. Und diese nach unten ziehenden Fasern bilden die Capsula interna, also die Projektionsfasern, die Großhirnrinde mit unteren Strukturen verbinden. Und die zwei Teile werden Nucleus caudatus und Putamen. Also so entwickelt sich aus dieser Ganglionhülle Striatum. Und mit der späteren Entwicklung haben wir diese Rotation, diese bogenförmige Ausdehnung der Seitenventrikel und des Telencephalons. Und so haben wir diese Form von vielen Strukturen. Zum Beispiel Nucleus caudatus hat auch diese C-förmige
Rotation, also nimmt teil in diese C-förmige Rotation. Und so haben wir diesen Bogenform Caput corpus und Cauda nuclei, Caudati. Putamen bleibt in der Mitte, also in der Mitte der Wassergangen, also das nimmt das macht keine Rotation. Und so können wir das auch verstehen, diese Rotationsbewegungen. Das Nucleus caudatus ist fast überall des Seitenventrikels, also um den Seitenventrikel fast alle Teile sind begrenzt von Nucleus caudatus, ausgenommen von Cornu posterius, also Cornu anterius, pars centralis, Cornu inferius. Nucleus caudatus ist da, bildet eine Grenze. Und dann die Enkephalon bildet auch einen Teil der Basalganglien. Diese Bilder habe ich schon gezeigt, als ich die Vorlesung über den Thalamus und thalamische Verbindungen gehalten habe. Hier sind die ursprünglichen vier Schichten des Diencephalons: Epithalamus, Thalamus, Subthalamus, Hypothalamus. Thalamus entwickelt sich riesengroß und wird riesengroß, ein riesengroßer Kernkomplex sein. Und darunter, direkt darunter, liegt ursprünglich der Subthalamus. Und dann kommt darunter Hypothalamus. Aber mit dieser riesengroßen Vergrößerung des Thalamus wird eigentlich Subthalamus ein bisschen zur Seite geschickt. Und dieses Bild auf der rechten Seite zeigt die endgültige Position der Kerne. Also hier ist Thalamus. Epithalamus bleibt sehr, sehr klein im Vergleich zu den anderen Teilen. Also Habenula-Kerne und Corpus pinealis sehr klein. Und dann riesengroße Thalamus. Direkt darunter wird Hypothalamus und zur Seite geschickt kommt Nucleus subthalamicus und Pallidum. Das ist hier jetzt Pallidum auf dem Bild, hier mit den zwei Teilen. Also diese gehören zu den Basalganglien, aber haben andere Entwicklung. Über die Basalganglien müssen Sie auch sprechen, wenn Sie dieses Thema Flexig-Schnitt haben. Also als Schnitt ist das schon, sollte das schon ganz einfach sein. Sie kennen schon die Strukturen sehr gut. Aber natürlich in der Prüfung können wir über Verbindungen fragen. So, Sie kennen Corpus callosum, Thalamus, Nucleus caudatus, dann Putamen und Pallidum bilden den Nucleus lentiformis. Und dann hier zwischen den Kernen haben wir die Capsula interna. Und hier kann man über die Verbindungen ein bisschen fragen. Und natürlich auch das Thema Basalganglien und das Thema Thalamus kann man auch diese Fragen stellen. Oder auch Bewegungskoordination, das kommt noch in einer ganzen Vorlesung. Also Sie werden noch darüber viel hören. Also jetzt sehen wir die Verbindungen. Das ist am wichtigsten zu verstehen. Am Anfang sieht das sehr kompliziert aus, aber ich versuche das wirklich vereinfachen. Und Sie werden sehen, dass eigentlich von der ganzen Vorlesung ein Dia reicht. Wenn Sie das gelernt haben, dann alle anderen 40 Dias können Sie vergessen, weil alles ist zusammengefasst auf diese Dia. Also, die wichtigsten Verbindungen ist, dass diese kortiko-subkortikalen Verbindungen zwischen Cortex, alle Teile des Cortex, dann Basalganglien programmieren etwas, also sagen, wie wir eine Bewegung machen wollen, und dann geht der Befehl zurück zum Motorkortex. Also diese sogenannte Striatum-Kreis, der Cortex, oder Basalganglion-Kreis kann man auch sagen. Cortex, Putamen, Pallidum, Thalamus, Cortex. Zurück zum Cortex. Diese Schleifen, diese Loops, diese Kreise sind sehr, sehr wichtig. Beim Cerebellum haben Sie das Gleiche gesehen. Cortex, Cerebellum durch Pons, Thalamus, Cortex zurück. Hier haben wir diesen Kreis auch. Also Cortex. Und dann Striatum, Pallidum, Thalamus, Cortex.
durch den Thalamus geht die Information zurück zum Kortex. Das haben Sie schon gelernt. Also Kortex wird aktiviert, wenn die Information von dem Thalamus kommt. Und diese Kreise, diese werde ich noch detailliert beschreiben, aber diese Kreise, diese Loops, diese Schleifen sind am wichtigsten zu verstehen. Ein bisschen, nur einige Wörter über Extrapyramidalsystem, was das bedeutet. Wir haben schon darüber bei den Rückenmarksbahnen gesprochen. Und ich habe gesagt, wenn Sie wissen, wie man Extrapyramidalsystem, wie man dieses Wort benutzen muss, dann können Sie das benutzen und das hilft wirklich. Das bedeutet einfach nicht pyramidale Bahnen, nicht die pyramidale Bahn, nicht das pyramidale System, sondern andere Systeme. Und andere bedeutet extra. Also Sie können das Wort benutzen. Ich habe schon gesagt, warum einige Leute, einige Wissenschaftler das nicht benutzen, weil als das gemacht wurde oder genannt wurde, hat man gedacht, dass wir zwei motorische Systeme haben, das willkürliche System, das Pyramidalsystem und das nicht willkürliche System, Extrapyramidalsystem. Und so ist das gar nicht. Ja? Und wenn man das weiß und wenn man die Details kennt, dann können Sie das benutzen. Natürlich arbeiten diese Systeme immer zusammen. Und hier gehe ich nicht in Detail, das habe ich schon beim Rückenmark erklärt. Also wie soll man das verstehen und ein bisschen als Einleitung, wie funktioniert das, wenn wir eine Bewegung machen wollen? Und das werden Sie detailliert in Physiologie lernen, aber zum Beispiel einmal sollten Sie nachdenken, was passiert, wenn ich zum Beispiel mit dem Ball spielen will. Dann kommt, das ist eine willkürliche Bewegung mit vielen unwillkürlichen Komponenten. Also das reicht nicht, dass ich daran denke, dass ich den Ball anfangen will. Das reicht nicht. Ich sehe den Ball. Ich muss einen Plan schon, das habe ich schon gemacht, als ich Kind war. Also ich habe das gelernt. Das hat gelernte Komponenten. Man muss Gleichgewicht dazu machen, Muskeltonus dazu machen, zielorientierte Bewegungen, wie weit muss ich meinen Arm ausreichen und so weiter. Also viele, viele, viele Komponenten antagonistischen, agonistischen Bewegungen. Und das alles wird nicht von der Pyramidenbahn gemacht, das alles wird von den anderen Systemen, Basalganglien und Kleinhirn. Also die Basalganglien und Kleinhirnkreise sind die wichtigsten für Bewegungskoordination. Und hier habe ich einige Dinge zusammengefasst, also Tonus, Muskeltonus, Gleichgewicht mit Bewegungen. Zum Beispiel, wenn wir gehen, dann bewegen sich die Arme mit den Beinen, ja, mit Bewegungen. Dann Haltung, Körperhaltung, mimische Muskel, emotionale Ausdruck. Das werden Sie später sehen, dass es verloren ist bei Patienten mit Basalganglienstörungen. Ganz emotionallos Gesicht können sie haben. Dann automatische Bewegungen. Das hat sehr viel mit Lernen zu tun. Antagonistische und agonistische Bewegungen. Dann, wie Sie am Anfang mit diesen Videos gesehen haben, dort hatte dieser Patient viele unwillkürliche Bewegungen, zu viele Bewegungen. Also das ist genauso wichtig, unwillkürlichen Bewegungen, unnötigen Bewegungen zu hemmen, als wichtige und nötige Bewegungen zu stimulieren. Das ist genauso wichtig. Wenn dieses Gleichgewicht zerstört ist, dann haben wir Probleme mit der Bewegung. Also diese hemmende Funktion ist auch sehr wichtig. Also zum Beispiel, zurück zu diesem Beispiel, ich will den Ball fangen,
das ist im Kortex, ja, das ist eine willkürliche Bewegung. Man muss daran denken, dass jetzt will ich damit spielen, oder das könnte natürlich man für irgendwelche andere Bewegung benutzen. Wenn wir schon etwas gemacht haben, dann haben wir einen Plan dafür. Also das Gehirn hat einen Plan, einen Bewegungsplan, und das ist in Frontallappen und Präfrontallappen. Aber die Details, wie man das machen soll, genau mit diesen Komponenten, wie muss der Muskeltonus, wie ist das reguliert, Gleichgewicht mit Bewegungen und so weiter, das wird von den Basalganglien und Cerebellum gemacht. Cerebellum mehr mit Gleichgewicht und gezielte Funktionen, Basalganglien mit den anderen, aber diese zwei kann man auch nicht so eindeutig voneinander trennen. Die zeitliche Ordnung, genau welche Muskel wie viel wann kontrahieren und relaxieren müssen und so weiter. Und dann, also entsteht der genaue Plan, die Details in den Basalganglien und Cerebellum, und dann geht die Information zurück zum Kortex durch den Thalamus. Kortex wird immer durch den Thalamus stimuliert. So kennen Sie schon diese wichtigsten Kreise, also Kortex, Basalganglien, Thalamus, Kortex. Jetzt von Thalamus direkt zur Motorkortex kann das zurückgehen. Und das sind also die Hauptfunktionen der Basalganglien, motorische Koordination. Aber wir haben andere Funktionen auch. Und heutzutage bringen die Bücher diese drei oder vier verschiedene Funktionen mit Augenbewegungen, aber das ist auch motorisch, also einige Bücher betrachten das nicht eine getrennte Funktion, dann intellektuelle, kognitive Leistungen und limbische. Das werde ich noch am Ende noch mal zeigen. Aber jetzt konzentrieren wir auf diese Hauptfunktionen. Ich habe noch ein Beispiel gebracht, das ist natürlich viel besser in vivo zu zeigen, aber Frau Horvath hat das natürlich erlaubt, dass ich das zeige und die anderen Kollegen auch. Also so können Sie nochmal die Hauptfunktionen der Basalganglien verstehen. Also wir haben einen direkten Befehl zwischen Kortex, Motorkortex und Rückenmarkmotoneuronen. Und die Rückenmarkmotoneurone sind diese sogenannte Final Common Pathway. Das ist, was bestimmt, welcher Muskel wird jetzt kontrahieren. Okay? Und alle Informationen müssen diese Motoneurone, the Final Common Pathway, erreichen. Und das kann man so parallel mit unserer Situation im Institut bringen. Zum Beispiel kommt ein direkter Befehl in der Prüfung, zeigen Sie bitte das. Dann Student als Final Common Pathway macht die Bewegung und zeigt, was er oder sie zeigen muss. Aber das funktionieren zu können, brauchen wir einen ganz großen Apparatus mit vielen Komponenten, vielen Verbindungen. Also man könnte das noch viel komplizierter machen. Und am Ende, dass wir unser Ziel erreichen, wir brauchen, das kann man verstehen, viele, viele andere Dinge. Nicht nur, dass der Befehl kommt und dann kommt die Bewegung, sondern einen ganz großen Apparat brauchen wir. Okay? Mit Feedback, positiv, negativ Feedback, Stimulation, Hemmung, viele, viele, viele Komponenten, viele Kerne, viele andere Strukturen, die alle etwas machen. Also, das ist das einzige Bild, was Sie brauchen für die Prüfung. Also am Ende können Sie alle anderen vergessen, weil alles steht hier. Und am Anfang kann das ein bisschen schockierend sein. Ich habe auch ein Meme darüber bekommen in Potter Memes.
dass es so kompliziert ist. Aber wenn, das werden wir jetzt üben. Leider ist es ein bisschen schwer, online zu üben, zusammen mit den Studenten. Aber wir versuchen das Schritt für Schritt zu machen. Also das ist, was Sie am Ende brauchen. Okay? Jetzt beginnen wir mit den Verbindungen. Also das ist diese, und das werde ich so einzeln zeigen. Also was steht hier, ist, was ich schon erklärt habe, dass Kortex, alle Teile des Kortex, kommt die Information zu den Basalganglien. Dann hier etwas passiert, das sind die Verbindungen innerhalb der Basalganglien, und dann geht die Information zurück zum Kortex durch den Thalamus. Okay, ich zeige jetzt einige Bilder von anderen Büchern. Vielleicht einigen Studenten gefällt diese Unterteilung mehr, aber das können Sie alle vergessen, wenn Sie dieses Bild gelernt haben. Also diese werde ich jetzt schneller durchsprechen. Also afferente Verbindungen zum Striatum. Also Striatum ist der Hauptinput zu den Basalganglien, der Basalganglien, entschuldigen, also hier Hauptinput. Ich gehe immer wieder zurück zu diesem Bild und hat Informationen von vielen anderen Strukturen, vom Kortex, von Thalamus, intralaminäre Kerne und Substantia nigra. Aber das wird alles in diesem einzigen Bild zusammengefasst. Also diese mache ich das jetzt sehr schnell. Und efferente Verbindungen des Striatums geht zum Pallidum und zur Substantia nigra. Subthalamische Verbindungen. Hier haben wir reziprokale Verbindung des Nucleus subthalamicus mit Pallidum. Afferenten und efferenten sind mit dem Pallidum verbunden. Und Pallidum, afferente kommen von Striatum, Nucleus subthalamicus, Substantia nigra, Thalamus. Und efferente gehen zur hier Nucleus subthalamicus, Mesenkephalon und Thalamus VAVL. Diese können Sie, alles steht auf dem Bild, was ich jetzt in diesen vier Dias gezeigt habe. Das ist ein vereinfachtes Bild. Ich habe Hunderte, wirklich Hunderte von Bildern angeguckt, und wichtige Informationen fehlen immer fast allen Bildern. Oder es ist zu viel. Also deswegen habe ich diese hässliche, aber enthält alle Informationen, was Sie benötigen. Also, das ist zu vereinfacht. Okay? Also, aber diese Kreise werden gezeigt. Kortex, Striatum, Pallidum, Thalamus, Kortex. Und hier können Sie schon rote und schwarze Pfeile sehen. Diese zeigen direkte und indirekte Verbindungen. Direkte und indirekte Verbindungen. Aber das ist zu vereinfacht und fehlen wichtige Informationen. Also ich zeige wieder unser Bild, was ich gesagt habe. Das ist, was Sie brauchen. Das einzige Bild, was Sie wirklich brauchen, weil das alles zusammengefasst, was ich auch vor einigen Minuten gesagt habe. Striatum, afferenten, efferenten, wohin ziehen und so weiter. Okay, aber jetzt gehen wir einzeln, Schritt für Schritt. Also, Kortex ist, wo wir beginnen mit diesem Kreis. Und wie schon vielmals gesagt, Thalamus aktiviert den Kortex. Dieses Bild zeigt auch aktivierend, positiv und hemmend, negativ. Aktivierend arbeitet mit Glutamat, wenn das nicht anders gesagt wird. Und hemmend ist mit GABA. Also hier, Thalamus aktiviert den Kortex, wenn das nicht gehemmt wird. Okay? Und Hauptkern ist der motorische Kern oder die motorischen Kerne des Thalamus, VAVL, Nucleus ventralis anterior, ventralis lateralis. Und noch andere Kerne spielen auch eine Rolle, aber VAVL sind die wichtigsten. Dann, was sind die Hauptbasalganglien, Hauptinput und Hauptoutput? Hauptinput Striatum. Also Striatum hat die Information, die reinkommenden
reinkommende Information von überall, nicht nur von Cortex, sondern überall. Und Pallidum internum, Globus pallidus internus, ist der Hauptoutput. Und dann, also was passiert? Cortex stimuliert den Striatum-Input von vielen. Deswegen habe ich mit, also viele Pfeile gezeichnet. Und das sind alle stimulierende Informationen mit Glutamat. Also stimuliert den Input, stimuliert das Striatum. Und dann Pallidum, der Output, hemmt den Thalamus. Das ist der Output. Der Output der Basalganglien ist hemmend. Okay? Negativ mit GABA. Und jetzt kommt die Frage, wie werden Input und Output miteinander verbunden? Also afferente Teil der Basalganglien mit dem efferenten Teil der Basalganglien. Input und Output. Und das ist, was ich schon gesagt habe, wir haben einen direkten Weg und einen indirekten Weg. Direkter Weg ist direkt. Ja? Ein Pfeil puff, zwischen Striatum und Pallidum internum. Und das ist auch hemmend. Hemmend, das ist der direkte Weg. Direkt hemmt die Hemmung. Hemmen von hemmen ist eigentlich Stimulation. Desinhibition ist Stimulation. Also wenn diese hemmende Neurone gehemmt sind, dann bedeutet das Stimulation. Also direkter Weg ermöglicht Bewegungen. Okay? Und so empfehle ich, dass Sie das für sich selbst auch machen, einzeln. Und so verstehen, dann ist es wirklich nicht so kompliziert. Und indirekter Weg, hier haben wir eine andere Struktur, der Nucleus subthalamicus, als Extrastruktur in diese Verbindungen. Also Striatum und Pallidum internum werden nicht direkt miteinander verbunden, sondern Striatum, Pallidum externum, Subthalamicus, Pallidum internum. Diese Pfeile zeigen diese Verbindung. Hier haben wir eine extra stimulierende Verbindung. So ist am Ende Hemmung. Ja? Früher nochmal zurück. Hemmen von Hemmen ist Stimulation. Also direkter Weg stimuliert, ermöglicht die Bewegungen. Indirekter Weg haben wir plus ein Plus. Also stimuliert diese hemmende Neurone. Also am Ende haben wir Hemmung. I, so kann man sich einfach erinnern, I, Inhibition. Also indirekter Weg inhibiert, hemmt die Bewegungen. Und dann brauchen wir noch eine sehr wichtige Struktur und das ist der Substantia nigra. Die Substantia nigra, pars compacta mit einem sehr großen roten Pfeil, zeigt, dass das mit dem Striatum verbunden ist und der Transmitter hier ist Dopamin. Dopamin, das wird auch beim Leichengang gefragt, weil genau diese Struktur, die Degeneration von dieser Struktur verursacht Parkinson-Krankheit. Also das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Diese dopaminerge Verbindung, die Bahn heißt Tractus nigrostriatalis oder die nigrostriatale Bahn. Hier, diese Verbindung, das ist mit Dopamin. Also was macht Dopamin? Dopamin ermöglicht Bewegungen. Wenn Sie an Parkinson-Krankheit denken, ermöglicht Bewegungen, stimuliert den direkten Weg und hemmt den indirekten Weg. Also wie ist das möglich, dass ein Transmitter eine Bahn kann stimulieren und hemmen? Weil wir verschiedene Rezeptoren haben. In Pharmakologie werden Sie noch mehr Rezeptoren lernen. Aber hier reicht, wenn Sie wissen, dass wir D1 und D2 Rezeptoren haben. Also dadurch ist es möglich, dass wir einen Weg hemmen, anderen Weg stimulieren. Also das hier, was Sie jetzt sehen, ist das Wichtigste. Okay, also wenn Sie das wissen, das reicht schon. Aber um das Bild wirklich zu komplettieren, habe ich noch hier den Hirnstamm geschrieben. Also von vielen Bildern fehlt der Hirnstamm, obwohl das ein sehr wichtiger Output
Verbindung der Basalganglien ist. Also Hirnstamm, besonders Formatio reticularis, wovon der Tractus reticulospinalis beginnt. Das ist eine sehr wichtige Verbindung für automatische Bewegungen. Tractus reticulospinalis, darüber haben wir schon gesprochen. Okay, also dieses Bild, und das ist wieder das ursprüngliche Bild, was ich am Anfang gesagt habe, das reicht, wenn Sie das wissen. Und alle anderen können Sie vergessen, weil alles hier ist zusammengefasst. Nochmal, also hier ist der ganze Kortex, viele, viele, viele Verbindungen zum Input, zum Striatum. Und das ist mit Glutamat, das ist stimulierend. Und viele andere Bereiche haben wir hier. Also zum Striatum kommen noch viele Verbindungen, nicht nur vom Kortex, sondern vom limbischen Kern, von Formatio reticularis und so weiter. Und Pallidum internum ist der Hauptoutput, das hemmt den Thalamus. Okay? Thalamus kann den Kortex aktivieren, wenn das nicht gehemmt wird. Diese Verbindung zurück geht schon zu den motorischen Teilen des Kortex. Also hier werden die Details bearbeitet und dann geht die Information zurück zum Motorkortex. Okay? Und Pallidum und Striatum können direkt oder indirekt miteinander verbunden. Direkt ist Hemmung, also stimulierend, direkt ermöglicht Bewegungen. Indirekt hemmt die Bewegungen. Dort ist Nucleus subthalamicus noch eingebettet. Und sehr, sehr wichtig, dass die Substantia nigra ist auch ein Basalganglion ist, pars compacta, und das funktioniert mit Dopamin. Dieser nigrostriatale Bein ist stimulierend, also ermöglicht Bewegungen. Und das Bild zu komplettieren, müssen wir noch ein Output hier lernen. Hirnstamm, besonders Formatio reticularis Hirnstamm. Das ist ein sehr wichtiger Output von Pallidum und Substantia nigra pars reticulata ziehen auch Phasen. Ich habe auch die Größe der Pfeile so gemacht, welche Verbindung wichtiger ist. Ja? Also diese kleineren Pfeile sind, ich sage nicht so wichtig, aber für die Prüfung nicht so wichtig. Deswegen habe ich gesagt, wenn Sie dieses Bild kennen, das reicht auch. Okay? Aber wirklich zu komplettieren, müssen wir verstehen, dass mit diesem ganzen System ist der Hirnstamm Formatio reticularis auch verbunden. Also dieses Bild reicht. Sie können noch viele, viele Tausende, Hunderttausend verschiedene Bilder noch finden. Zum Beispiel, das sieht viel mehr professionell aus. Aber hier können Sie genau das Gleiche und die gleiche Information sehen. Aber zum Beispiel von diesem Bild fehlt auch der Hirnstamm, ein sehr wichtiger Output der Basalganglien. Und das ist ich wollte nur zeigen, dass auch das ein vereinfachtes Bild ist. Das, was ich gezeigt habe, ist hier. Und heutzutage wissen wir, dass eigentlich die verschiedenen Komponenten, verschiedene Strukturen der Basalganglien sind viel mehr miteinander verbunden. Also das Bild ist natürlich viel, viel komplizierter als das. Und wie können wir vorsagen, was am Ende die Bewegung ist und wie wir diese Bewegung sein, das ist nicht so einfach. Okay? Ich wollte nur zeigen, dass es viel komplizierter ist. Und dieses Bild werden Sie noch sehen und haben Sie schon gesehen, als Sie Cerebellum gelernt haben. Aber dann Balázs Gassner wird noch das zeigen bei Bewegungskoordination. Und dieses Bild zusammenfasst, was wir hier schon am Anfang gesagt haben, dass wir diesen Kreis haben, Basalganglion-Kreis. Und am Anfang habe ich schon gesagt, dass motorische Koordination ist eine Funktion, eine sehr super wichtige Funktion der Basalganglien. Aber hier können Sie sehen, dass wir schon noch weitere Verbindungen haben und weitere Schleifen. Und die drei wichtigsten sind kognitive, assoziative, besonders mit Präfrontallappen. Also Bewegungen und
Wassergang, den sind sehr eng mit auch mit Gedächtnis verbunden und Assoziationen verbunden und mit limbischem System auch ganz enge Verbindungen haben wir. Das hat mehr mit Emotionen zu tun. Also Bewegungskoordination und Emotionen sind auch sehr eng miteinander verbunden. Und so können Sie verstehen, dass wenn jemand solche Krankheit hat, also eine Störung der Basalganglien, dann motorische Symptome sind die Hauptsymptome meistens. Aber wir haben viele andere Symptome auch, nicht nur motorische Symptome. Und jetzt kommen die Störungen ein bisschen. Also wenn Sie die Wichtigkeit verstanden haben, wie wichtig sind die Basalganglien in Bewegungen, dann können Sie verstehen, dass irgendwo wir eine Störung haben, dann haben wir entweder zu viele unnötige und unwillkürliche Bewegungen oder zu wenige. Also da, und Bewegungen, die wir gar nicht planen und viele von diesen Komponenten, Gleichgewicht mit Bewegungen, mimische Muskeln und so weiter, Tonus, sind zerstört. Haupt und die häufigste solche Krankheit ist Parkinson-Krankheit, die Sie kennen. Und weil es sehr häufig ist, Sie müssen ein bisschen darüber wissen. Hier haben wir Bewegungsarmut, Hypokinesie, aber wir haben viele verschiedene Krankheiten mit Hyperkinesie. Ich habe schon gesagt, dass Hemmung von unnötigen Bewegungen ist genauso wichtig. Und Sie können sehen, dass eigentlich ist der Output hemmend, der Basalgang, also viele hemmende Verbindungen haben wir hier. Diese Bilder zeigen, wo die Hauptstörung ist. Ich zeige die Hauptkrankheiten. Über Parkinson müssen Sie in der Prüfung wissen. Also Chorea ist eine Degeneration in Striatum, striatale Degeneration. Hier können Sie sehen, wie erweitert sind die Ventrikeln. Und wir haben unkontrollierte Bewegungen, besonders in den distalen Muskeln. Und eine gutartige Variation von dieser Krankheit ist Chorea minor. Dieses Mädchen, das ich am Anfang gezeigt habe, das hatte Chorea minor mit dieser Tanzen. Bewegungen. Ich zeige das nochmal und Moment. Warum kann ich das nicht zeigen? Sehen Sie das jetzt? Ja, also dieses Mädchen, das heißt auch Vitus Tanze, das ist, sie sieht so aus, als ob sie tanzen wollte, aber sie will das nicht machen. Okay, also das ist Hypermotilität und Hyperkinesie und viele unwillkürliche Bewegungen. Okay. Dann Ballismus oder Hemiballismus, wenn es meistens nur auf einer Seite ist. Das ist die Läsion des Nucleus Subthalamicus. Das ist auch viele unwillkürliche Bewegungen. Und es reicht natürlich für uns, das reicht zu wissen für eine bessere Note, Ballismus, Nucleus Subthalamicus, Hyperkinesie. Also diese drei Dinge, das reicht. Und ich kann das auch zeigen. Jetzt habe ich kein, aber Sie können das finden, das ist schon, das ist Chorea, nicht Ballismus oder Hemiballismus auch. Also es ist ähnlich. Hier können Sie diese und ständig solche Bewegungen können Sie in diesem Patient finden. Okay, und letzte Krankheit ist Parkinson.
Und das muss man ein bisschen mehr detailliert wissen, weil das die häufigste ist. Also das ist Degeneration der dopaminergen Neurone in der Substantia nigra. Das kann man auch beim Leichengang fragen. Substantia nigra kann man immer zeigen im Gehirn. Und dann kann man fragen, was ist der Transmitter? Welche Bahn kennen Sie, die hier beginnt? Dann sagen Sie nigrostriatale Bahn mit Dopamin- und Parkinson-Krankheit. Hier können Sie das sehen, wie das geändert, wie dieser ganze Kreis geändert ist in Parkinson-Krankheit. Und die Kardinalsymptome, jetzt sehen Sie die Vorlesung, ja? Die Kardinalsymptome sind Tremor, erhöhter Muskeltonus und Hypokinesie, also weniger Bewegungen, besonders wenn jemand das ändern will. Hier sind einige berühmte Leute mit Parkinson-Krankheit. Und das sind also, das ist typisch, wie ein solcher Patient aussieht, mit dieser Körperhaltung, keine Mitbewegungen, immer Tremor mit der Hand. Das habe ich auch am Anfang gezeigt. Und so ändert sich die Körperhaltung mit dem Alter. Und das ist auch sehr charakteristisch, wie die Handschrift sich ändert. Und natürlich haben wir andere Symptome. Das ist nicht nur eine motorische Krankheit, obwohl die Hauptsymptome sind motorisch. Aber hier können Sie sehen, dass wir viele andere Probleme haben. Und das hat alles mit den anderen Verbindungen der Basalganglien zu tun. Und das ist das letzte Bild, zeigt, dass das lernen Sie später in Pathologie ganz detailliert. Also ich wollte nur zeigen, dass die Krankheit Kerniktus, das ist, wir benutzen immer noch das deutsche Wort, das kommt von Kern, von diesen Basalganglien. Hier können Sie sehen, erhöhte Bilirubin-Spiegel kann die Kerne, diese tiefen Kerne kaputt machen. Striatum, Thalamus, Pallidum, und das ist hauptsächlich eine Basalganglien-Schädigung. Diese Kinder können später nicht gut lernen zu gehen und so weiter, also haben ganz große Schwierigkeiten. Und wir haben auch eine, das werden wir nicht fragen, ich wollte nur zeigen, wie wichtig das ist auch später, dass Sie diese Wörter Nucleus lentiformis zum Beispiel kennen. Es gibt eine Krankheit hepatolentikuläre Degeneration, Hepatoleber lentikuläre Nucleus lentiformis. Diese zwei sind miteinander verbunden und das ist ein Körpermetabolismuszerstörung, wenn die Leber und die Basalganglien sich degenerieren. Also das werden Sie auch später lernen. Also Dankeschön für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass Sie nur mit diesem einzelnen Bild, wenn Sie das üben, ich bin sicher, ich hoffe, aber ich bin auch sicher, dass Sie das verstehen können. Also Dankeschön.